Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Erstmal vielen Dank überhaupt fürs Einschalten. Ich bin Exido und vielleicht kennt ihr mich schon aus einem Let's Play zu Professor Layton und hier beliebigen Layton-Titel einfügen. Ich dachte mir, ich spiele mal ausnahmsweise nicht so richtig ein übliches Videospiel, sondern mach mal eine Neuausrichtung meines Kanals, und zwar in Richtung Wellness und Selbstverbesserung. Und gerade zu beidem gehört auch sehr viel dazu, sein Gehirn fit zu halten. Und dementsprechend würde ich heute gerne mal einfach nur ein Kreuzworträtsel lösen. Einfach nur, weil Bock drauf. Und außerdem, um zu sagen, Kreuzworträtsel sind eine tolle Sache. Ich persönlich mag es tatsächlich sehr, Kreuzworträtsel zu lösen, ohne was reinzuschreiben. Das mache ich tatsächlich manchmal. Ich nehme ein Kreuzworträtsel und versuche, das Lösungswort rauszukriegen, ohne einen einzigen Buchstaben reinzuschreiben. Hier in dem Fall würde ich das Reinschreiben mal mitmachen. Aber nur mal so als kleine Anregung, falls ihr mal Bock auf Kreuzworträtsel habt, wie jeder normale Mensch Ü70... Nein, tut mir leid. Nein, also, falls ihr mal auf sowas Bock habt, eine Extra-Challenge ist möglich bei Kreuzworträtseln. Und ich werde jetzt aber hier ein Kreuzworträtsel einfach mal normal lösen. Und wir werden das ganz ruhig und gesittet und natürlich ohne Spaß, ich meine ohne blöde Witze, vielleicht eventuell, durchbekommen. So, jedenfalls fangen wir doch mal an. Hier, was ist denn die nach der 10.? Das ist sogar noch einfach, das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon gerade in der Zwischenzeit rausbekommen. Das ist die 11. So, Reha ist Abkürzung für Rehabilitation, auch nicht so schwer. Ja, wo machen wir denn weiter? Südostasiatischer Staat, Laos müsste das sein, ja. Seichte Flussstelle. Ich möchte hier darauf hinweisen, ich habe dieses Rätsel heute noch nicht gemacht. Tatsächlich ist das ein tägliches Rätsel von der Seite 50plus.de. Man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Und da ich jetzt in den letzten Wochen dann auch schon mal in Richtung gefühlt 50 gekommen bin, muss ich das Let's Playen leider aufgeben und mich mit Kreuzworträtseln weiterhin am Laufen halten. Seichte Flussstelle. Warte ich noch. Ausgebaggertes. Also der Abschiedsgruß, der mit T beginnt, könnte eventuell Ciao sein. Ja, ja. Okay. Ah, okay. Und ein ausgebaggertes ist ein Aushub. Okay, läuft doch. Der Schwertwal ist dann wohl der Orca. Abkürzung stimmhaft. Ist egal, die seichte Flussstelle ist auf jeden Fall eine Furt. Eine Furt? Ich lasse mich gern korrigieren, wenn jetzt, wenn ich jetzt statt das Nutella der Nutella gesagt habe. Baltisches Meer. Eine Pferdegangart ist Trab. Blöderweise gerade falsch eingesetzt. Aber gut, vielleicht stimmt es ja auch bei dem Rest dieses Wortes. Glaube ich eigentlich nicht. Ach so, Baltisches Meer ist die Ostsee. Nichts mit Trab da drin. Ist die Ostrab. Nein, eine Papageienart. Komischerweise gibt es anscheinend immer nur eine. Ich habe jetzt schon mehrere Tage mal solche Kreuzworträtsel hier gelöst. Und es ist immer der Ara. Speisewürze ist... natürlich Salz. Ehemalige besetzte Zone. Abkürzung. Wahrscheinlich dann wirklich EBZ. Aber nein. SBZ, dann wahrscheinlich Sowjetbesatzungszone oder so ähnlich. Könnte auch Saudi-Besatzungszone sein. Ich möchte hier nicht irgendjemanden vorverurteilen. Französisches Grenzland. Ja, sehr begehrt irgendwie, wie es aussieht. Elsass, genau. Arzneipflanze ist Salbei. Grautier.
ja, was ist ein Grautier jetzt in dem Fall? Ich würde es mal noch lassen. Also, der amerikanische Geheimdienst ist die CIA. Tadel, vermutlich irgendwas, was mit einem S beginnt, muss aber nicht unbedingt, nur weil da ein C ist. So. Aber ich weiß, die 9 ist definitiv ein H, weil nach S und C kommt üblicherweise in einem deutschen Wort eigentlich statistisch betrachtet nicht unbedingt was anderes als ein H. Genau, Kreuzworträtseln kann auch manchmal statistisch betrachtet werden. Aber darauf kommen wir wahrscheinlich später noch. Filmferkel. Klingt wie ein Schweinchen namens Babe, falls das noch jemand kennt. Das Kloster ist die Abtei. Eine Maschine. Da müsste ich mich als Techniker eigentlich sehr auskennen. Asphaltgrundstoff. Ich versuche gerade ein paar Sachen hier so. Schriftstück. Könnte eine Seite sein. Nein, wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ein Haarteil ist. Ah, ein Toupet zum Beispiel. Geradlinig. Tatsächlich gerade momentan. Persönliches Fürwort, ja, ist immer irgendwie ein Personalpronomen. Anscheinend. So. Abschlaghilfe beim Golf. MZ, MZ, was heißt denn MZ in dem Fall? Okay, ein Erfrischungsgetränk mit 6 Buchstaben, endet auf E. Oh je. Oh, eine italienische Hafenstadt. Ich könnte mich jetzt völlig in die Nesseln setzen, wenn das jetzt falsch ist, aber ich versuche es mal. Es ist Genua. Verdammt, was ist denn dieser Staat, an den ich jetzt gedacht habe? Ist ja auch egal. Okay, Genua ist eine italienische Hafenstadt. Wieder was gelernt für die Leute, die gegebenenfalls nicht wussten, dass Genua eine italienische Hafenstadt ist. Ein Lärminstrument. Das klingt ja auch schön. Es könnte ja alles sein. Könnte ja jedes Instrument sein, wenn man es nur schlecht genug spielt. Ein Schriftstück ist dann natürlich nicht die Seite, sondern der Brief. So, das Haarteil mit F. Würde ich noch mal stehen lassen, bis ich mehr Buchstaben zusammen habe, wenn ich denn. Ach ja, ein Beitrag ist keine Abgabe, wie wir sehen. Aber das B schien richtig zu sein aus irgendeinem Grund. Oh Gott, was ist denn noch mal eine Maschine? Maschine, Maschine, Maschine. Ich versuche mal ein Grautier aus einem Graubtier einen Eber zu machen, aber nein. Ein Egel ist auch kein Grautier, vermutlich. E. Ach, natürlich. Ja, SCH hier drüben. Ach, wie nennt man das nochmal? Tadel. Schelten, Schalten. Schelte? Schelte, natürlich. Glückspflanze ist natürlich der Klee. Und jetzt kommen wir erstmal zu Bürde, das ist eine Last. Geradlinig ist direkt. Die Einkehr ist die Rast. Okay, also das tatsächlich hier die Abschlaghilfe beim Golf. Ich hätte es jetzt wirklich nicht gewusst. Dass das. Moment. Tees. Ach so. Ach, das. Ja, okay. Der Tee. Ja, hier dieses, wo sie den Golfball rauflegen. Ja, nee, okay, ja. Tees. Ich hätte mal Rast eingeben sollen, erstmal. Bevor ich hier irgendwas annehme. Oh.
Und das Erfrischungsgetränk ist dann wohl der Eistee. Oho. Beim Haarteil können wir das jetzt nochmal durchexerzieren. Und zwar, wir haben hier eigentlich höchstens 26 Möglichkeiten, den richtigen Buchstaben zu finden. Da uns zum Glück auch gesagt wird, dass das Wort richtig ist, indem es grün angezeigt wird, könnte ich rein theoretisch einfach, könnte ich jetzt einfach Sachen eintragen, aber glücklicherweise habe ich mir, habe ich mir zusammenreimen können, dass da ein F reinkommt. Und tatsächlich Haarteil Fifi. Das ist schön. So, der Sprecher ist ein Redner. So. Und Asphaltgrundstoff ist, ja, genau. Ich würde dann noch mal warten. Und zwar der Fehlschlag ist erstmal ein Reinfall. Der Offizier ist dann wahrscheinlich der Oberst Kübel. So. Habe ich eigentlich noch Musik oder bin ich durch? Ich guck gerade mal. Zumindest gibt es noch Musik. Hat schon einmal durchgeloopt, bitte bloß nicht. Oh Gott. Asphaltgrundstoff ist natürlich Teer. Und jetzt hätte ich fast Angst gehabt, dass ich nicht wusste, wie man es schreibt. Das wäre es ja. Okay. Das Lärminstrument. Ja. Machen wir doch erstmal die Maschine weiter. Das ist nämlich dann wohl der Roboter. Ah, jetzt verstehe ich auch, welches Lärminstrument gemeint ist. Ja, mit dem ersten Buchstaben lässt es sich am meisten, also kann man am meisten was anfangen, finde ich immer. Wenn man wenigstens weiß, womit es anfängt. Ansonsten braucht man von den anderen meistens erheblich mehr. Dampf ist dann wohl der Dunst. Reiterwettkampf. Das klingt wie Rodeo. Ja. Oh. Der Beitrag ist doch aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so geschrieben wird, aber. Obolus, okay. So wird das also geschrieben. Ich dachte, da ist immer ein U an der dritten Stelle. Aber gut, tatsächlich, wir haben es geschafft. Ihr habt es überlebt. Vielen Dank fürs Mitgucken und ich hoffe, ihr konntet auch mal schön mitraten. Ja, hier in dem Fall ist leider keine Stelle zustande gekommen, wo ich einfach mal Buchstaben durchraten konnte. Aber ja. Mal so erstmal vorneweg, wie ich überhaupt auf diese komische Idee gekommen bin, das zu tun hier überhaupt, das aufzunehmen. Mir ist vorher, ja, also ich habe das vorher so bei Pete's Meat gesehen. Ich möchte hier keine Fremdwerbung machen, aber für Pete's Meat darf man das ruhig mal. So, haben wir hier zur Not noch eins? Also im Zweifelsfall könnte man auch das noch nehmen als nächstes, falls noch Bock da ist zum Mitgucken. Bei mir ist auf jeden Fall zum Lösen noch Bock da. Da wurde auch immer diese Art hier von Rätseln gelöst, ohne das extra Lösungswort, was übrigens Zierfisch war beim letzten gerade. Ja, jedenfalls, ich versuche mal hier das noch zu machen. Und wenn ich das jetzt einfach mal so schaffe und das auch noch die nächsten Tage weiter so mache. Ich kann es natürlich schlecht beweisen, dass ich das alles ohne Hilfe gemacht habe, aber also ich finde schon, ich sitze manchmal da bei den Pete's Meat Kreuzworträtselrunden. Ich finde die sehr interessant, ich rate auch gerne mit, aber ich denke mir so, alter Leute, das könnt ihr doch auch fertig machen, so schwer sind doch manche Worte gar nicht. Ja, ladet mich ein. Nein, erstmal gucken. Wettkampfstätte ist eine Arena. Umgangssprachlich Auto. Übrigens, wenn ich jetzt hier natürlich so mitquatsche, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit die üblicherweise haben, aber
Ich kann ja gerne mal einfach hier so, während ich quatsche, kann ich ja schon mal. Könnte das heißen? Nee. Ach so, die Geländeform ist dann wahrscheinlich die Ebene. Nee, abnormal passt es zum Glück nicht. Das wäre jetzt ein bisschen mies. Die Glückspflanze haben wir wieder. Da ist der Klee. Gewürzblatt. Ja, Lavende. Nee. Ein Gigant ist aber ein Riese. So. Ein Steinium. Wahrscheinlich fängt es mit E an. Opernkomponist. Goethe. Nein, Goethe wird auch gar nicht so geschrieben. Ich könnte es mal eintragen. Ach nee, der wird ja OE, nicht EO. Nee, doch EOE in einem Kreuzworträtsel. Dünnes Tau, okay. Eine Axt ist ein Beil. So. Ernte der Winzer ist die Lese. Passend. Ja, treffend zum Beispiel auch. Treffe. Nein, nein. Ein Ölschiff ist ein Tanker. Das läuft doch. Bevor könnte Ehe heißen. Finde ich auch merkwürdig. Normalerweise ist die Ehe doch nachdem man geheiratet hat. Warum heißt das dann Ehe? Also, warum heißt bevor Ehe? So, Mida, das ist ja interessant. Oh Gott. Das ist ja irgend so ein Beruf gewesen, aber. Schienzeug, Schirrzeug. Oh, das wird ja immer schlimmer. Englisches Gebiet. Dörfer und Städte. Als was bezeichnet man das insgesamt? Antwort auf Kontra ist aus dem Skat, ist Reh. Ein Blattgemüse. Spinat passt nicht. Schon mal. Ein Stockwerk ist. Sag mir nicht, das wär's noch. Ach, Etage wollten die. Natürlich. Französisch, ja, ist drei Vokale hintereinander. Ich finde das auch so schlimm. Im Französischen gibt es ja so viele Vokale. Also nicht mehr als bei uns. So rein theoretisch, aber ja. Dennoch werden die öfter benutzt als bei uns. Kfz-Zeichen Burglenfeld. Burglenfeld. Ich muss jetzt eigentlich nur die Buchstaben. Ich hatte mir schon gedacht, dass es eher BUL ist, aber. Ich könnte einfach nur die Sachen durchgehen. Ach, Burg Lengenfeld, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung an alle Burg Lengenfelder, denen ich das falsch ausgesprochen habe. West-Berlin war, wird auch als Enklave bezeichnet. Also wurde, nicht. Warte mal einen Moment. Also das N soll falsch sein. Moment. Oder geht es hier? Nee. Das ist ja komisch. Habe ich hier irgendwas gerade? Ich glaube, ich werde das noch mal lassen. Aber andererseits, Verdi ist unser Komponist. Das Naschwerk ist Süßigkeit, ja, Gewürzblatt. Es klingt wie Lorbeer. Genau. So. Aber das Blattgemüse, was ist das denn nur? So, Niederlage, damit kenne ich mich doch sicherlich gut aus. Eine Niederlage ist.
Was ist denn eine Niederlage? Also ist eine Nicht-Niederlage ist ein Sieg, zum Beispiel. Aber was haben wir denn hier noch so? Der Ansicht sein. Ja, ich denke, ich vermute, ein Hotelboy ist ein Page. Also ja, das E war richtig. Oh, mit Hauptstädten bin ich ganz schlecht. Aber die norwegische Popgruppe ist... passend, 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 passend. Persönliches Fürwort ist erstmal eher. Das dünne Tau ist die Laute, Laste, Lante, Lunte? Naja, eine Lunte ist auch ziemlich dünn. Aber ist hier nicht gesucht, natürlich nicht. Was sind denn Dörfer und Städte? Was ist damit denn gemeint? Wenn ich da keine weiteren Buchstaben rauskriege, dann wird es echt schwierig. So. Umgangssprachlich Auto ist dann wohl die Karre. Abnorm. Ja, ich weiß nicht, ob das so passen würde. Ich finde ja, abnorm ist eher so nicht der Norm entsprechend, aber abartig hat immer sowas Böses mit drin. Das ist fies. Hier dieses, wo wir gerade dran sind. Also ich weiß, welche Buchstaben da reinkommen, aber wenn du das Wort Klimbim gar nicht mehr kennst. Ah, okay. Dann wissen wir jetzt aber, das ist meinen. Die Hunderasse ist dann... Gott, was gibt's denn da alles? Es gibt Dackel, aber Dackel ist es ja schon mal nicht. Bah. Das ist bestimmt so eine Hundeart, die ich mir nie anschaffen würde. Aber vielleicht. Ach nee. Nee, doch nicht. Ein Beagle ist es auch nicht. Oh Mann. Was ist denn noch ein Blattgemüse ist ein Salat. So. Bei dem orientalischen Richter, ich meine, ich kenne den sogar. Also, nee, ich kenne den nicht persönlich, aber ich meine, ich habe das auch schon mal. Was ist denn jetzt hier ein Bett? Also das Naschwerk könnte das Krokant sein, ja. Hab ich denn das Wort Enklave falsch geschrieben? Das ist jetzt gerade komisch. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eigentlich das Wort Enklave. Aber ich kann gerne mal alles durchgehen. Exklave. Es ist keine Enklave, es ist eine Exklave. Ein Exklave in ein. Oh. Ein Bett mit so vielen Vokalen wie Ui. Das ist ja. Da muss ich tatsächlich auch gerade raten. Also ich vermute mal. Taya, Zaya, Paya, Saya, Daya, Feier.
Geier. Haie, ach. Boah, ist das gemein. Die Haie. An solche Worte denkst du ja in einem seriösen Kreuzworträtsel vielleicht gar nicht. Übrigens, der Hund ist das Baguette. Nein, das wird auch anders geschrieben. Wenn ich wüsste, was der. Muss ehrlich sein, also das, ich habe das Wort ja sicherlich schon mal gehört. Klingt mir nach einem mittelalterlichen Begriff, aber richtig. Wenn man verliert. Die Hunderasse heißt auch nicht Babette oder sowas. Vor allem. Barré? Ich weiß nicht, ob das eine Hunderasse ist. Das klingt mir eher wie was zum auf den Kopf setzen. Was könnten wir denn noch rauskriegen, eventuell? Also es hat sich ja zumindest schon mal ein wenig ausgedünnt. Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar Sachen. Dörfer und Städte. Natürlich. Das sind die Orte. Niederlage, Gebabel? Nein, wenn ich jetzt noch wüsste, was dieser orientalische Richter ist. Achso. Irgendwas mit Oz. Der Mieder. Was ist der Mieder für einer? Horstle. Horstle. Passt zumindest rein, wird's aber nicht sein. Passend. Wahrscheinlich, ich hoffe mal, es heißt jetzt hier in dem Fall passend im Sinne von, es passt da genau rein. Irgendwo. Es ist sitzend, passend, hat wackelt, hat Luft. Ansonsten korrekt würde ich hier sowieso nicht so wirklich hinpassen mehr mit den Buchstaben, die wir schon haben. Achso, wir haben ja noch den bestimmten Artikel im zweiten Fall. Das hätte ich ja mir schon längst, hätte ich mir längst eintragen können. Nee, Hadi, Madi. Ist das nicht was mit dünnes Tau ist erstmal dann die Leine? Ja. Fadi? Nee. Oh, das ist sowas hier, ja, wie gesagt, also Badi, Nadi. Was hatte ich denn jetzt eigentlich alles schon und nicht? Kadi, Kadi war das. Okay, so, ich fange mal wieder mit der Musik an. So. Okay. Ach, die Niederlage ist dann natürlich das Debakel. Passend. Gelegen. Okay, ja, das ist eine andere Art von passend, als ich dachte. Mieder. Oder ist Mieder etwa. Okay, ich hätte da jetzt an irgend so einen komischen alten Beruf gedacht, aber nein. Mida ist also eine Corsage.
Ja, sorry, noch nie getragen. Bitte verzeiht es mir. Englisches Gebiet. Nö. Area. Ach, Englisch für Gebiet. Auch das hätte ich ja schneller gewusst. So. Kandare? Kandare war das. Okay, und damit sind wir doch schon fast sogar durch. Mensch. Das wird aber jetzt nicht gut. Aber wenn ich eins von den beiden noch irgendwie. Hauptstadt von jedem ist sicherlich nicht Santa. Da hätte man dann auch den Weihnachtsmann. Nee. Barbet? Nein. Ich muss echt überlegen gerade, was ist die Hunderasse? Also ich weiß, mit Hauptstädten bin ich ganz schlecht. Geografie ist für mich ein rotes Tuch. Ich versuche irgendwann mal die gesamte Karte von Google Maps auswendig zu lernen. Weiß aber nicht, ob ich jemals in meinem Leben dazu kommen werde. Also mir würden so viele Worte einfallen, aber keine, die mir wie eine Hauptstadt von Jemen vorkommt. Wanda. Sri Lanka. Nein, ich überlege gerade, was könnte der Hund sein? Es gibt Schäferhunde, es gibt Shelties, es gibt aber mit B fallen mir generell nicht wirklich außer Beagle Hunderassen ein. Und die Hauptstadt vom Jemen heißt bestimmt auch nicht Hanna. Nee. Dementsprechend alle Jemener, die hier zuschauen, seid bitte rücksichtig, nachsichtig mit mir. Irgendwas mit Ander am Ende, das bringt mir aber eigentlich sowieso nichts. Das Schlimme ist, ich habe hier überall jeweils noch zwei Buchstaben. Im Zweifelsfall ist die Anzahl der Möglichkeiten, die ich habe, 26 hoch 2. Und 26 hoch 2, sagen wir mal so, 20 hoch 2 ist schon 400. 26 hoch 2 bewegt sich wahrscheinlich irgendwo im Bereich 600. Zwischen 600 und 700, würde ich sagen. Jetzt mal so im Kopf mal so vermutet. Also ich weiß, 30 hoch 2 ist 900 und 20 hoch 2 ist 400. Also irgendwo dazwischen wird 26 hoch 2 liegen. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht. Ganz ehrlich, wenn ich eins rauskriege, dann kriege ich auch das andere raus. Aber das Problem ist, ich kriege beide gerade nicht so gut hin. Und dementsprechend hätte ich am Anfang vielleicht nicht so sehr über Pietsmiet herziehen sollen, über die Leute. Wobei es da auch ab und zu schon Gelegenheiten gab, wo alles gelöst wurde. Nee. Keine Ahnung, Babette. Bennett. Okay, die sind beide falsch. Was ich höchstens machen kann, ist cheaten. Sieht auch nicht so richtig aus.
wenn das überhaupt funktioniert, auf die Art und Weise zu cheaten. Tatsächlich weiß ich es gerade nicht. Oh, anscheinend ja. Nee. Nee, ganz ehrlich, probiere hier nur rum. Aber eventuell irgendwann, das hatte ich schon. Huch! Vorsicht! So. Ich bin echt gerade gespannt, wo es auf einmal richtig sein soll. Habe ich nicht schon alle Buchstaben? Okay. Tatsächlich, Sana ist es nicht. Okay. Das Ding ist, also, ich lerne gerade dieses Rätsel kennen und finde es interessant, was man alles benutzen kann. Also vor allem, weil ja anscheinend Buchstaben einem als richtig angezeigt werden, wenn sie denn richtig sind. In einem normalen Kreuzworträtsel wäre das nicht möglich. Sansa? Nee. Sanwa? Sanea? Sania? Sanor? Nee, Samoa gibt's. Santa. Ich weiß, das ist jetzt wirklich nur noch Sana. Okay. Ah. Freut mich wirklich, dass ich es doch endlich geschafft habe. Und ich bin mal gespannt, wie lange bin ich jetzt eigentlich schon in der Aufnahme? Steht hier überhaupt eine? Eine Zeit? Statistiken vielleicht? Nein. Doch, hier ist was. Ist ja komisch. Schaltflächen. Statusleiste. Ah, da ist es ja. 37 Minuten noch was, Mensch. Bin ich echt mal, also ich würde gerne mal tatsächlich nachschauen, wie viel Zeit die bei Peetsmeet gehabt hätten. Ich habe jetzt innerhalb von, also ein bisschen um eine halbe Stunde rum, zwei von diesen Kreuzworträtsel-Dingern geschafft. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Entschuldigung, dass ich so scrolle, das ist eine Angewohnheit von mir, würde mich echt mal interessieren, wie lange haben die eigentlich Zeit? Auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt, 50plus.de und da gibt es diese komischen Kreuzworträtsel. Ist eine super Sache und hält fit im Kopf. Und wenn ihr es mal nicht wisst, ist auch nicht so schlimm. Gegebenenfalls kann man es auch mal googeln. Vielleicht lernt man dabei was. Also jedenfalls, danke fürs Zuschauen und vielleicht miträtseln und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!